Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat deutliche Kritik an der evangelischen Kirche in Deutschland geübt. Mit Blick auf die vor zwei Wochen veröffentlichte Forum-Studie könne die evangelische Kirche ihr Selbstbild der, so wörtlich, besseren, aufgeklärteren Kirche nicht länger aufrechterhalten. Denn auch innerhalb der EKD existierten Strukturen, die sexuellen Kindesmissbrauch in einem ähnlichen Umfang wie in der katholischen Kirche ermöglichten. Zudem sei sie den Missbrauchsopfern zu lange nicht mit dem gebotenen Respekt vor ihrer Würde begegnet. Sie habe ohne Empathie gehandelt und den Anspruch Betroffener auf Gerechtigkeit ignoriert oder den Wunsch nach einer Beteiligung an der Aufklärung und Aufarbeitung enttäuscht. Als Konsequenz solle die evangelische Kirche das Recht auf individuelle Aufarbeitung einschließlich des Rechts auf möglichst weitgehenden Aktenzugang kirchenrechtlich verankern, so die unabhängige Kommission. Die christliche Hilfsorganisation World Vision Indien darf künftig keine Gelder mehr aus dem Ausland annehmen. Die indische Regierung hat ihr dazu die entsprechende Lizenz entzogen. Das bestätigte World Vision Deutschland gegenüber IDEA. Eine Sprecherin des Werks teilte mit, dass die Lizenz bereits im November 2022 ausgesetzt worden sei. Das werde erhebliche Auswirkungen für viele bedürftige Menschen im ganzen Land haben. Man sei untröstlich darüber, die Unterstützung für schutzbedürftige Kinder, Familien und Gemeinschaften beenden zu müssen. Zwar werde World Vision Indien weiter vor Ort arbeiten dürfen, doch müsse die Organisation künftig ausschließlich mit Spendengeldern aus dem eigenen Land arbeiten. 45% der Deutschen begrüßen die derzeitigen Neugründungen politischer Parteien. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von IDEA. Knapp 30% der Befragten zeigen sich darüber unzufrieden. In der jüngeren Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen werden die Parteigründungen am häufigsten begrüßt, bei den 60- bis 69-Jährigen hingegen am wenigsten. Unter den Mitgliedern der christlichen Konfession befürworten die Freikirchler das Entstehen der neuen Parteilandschaft mit knapp 60% am häufigsten, gefolgt von den landeskirchlichen Protestanten und den Katholiken mit rund 40%. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.